Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Zenith-Box von Raf Camora. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Zenith von Raf Camora, das Ganze am 1. November erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Es ist eine recht große Box, rechteckig, also so quer gestaltet. Wir werden mal die Folie abmachen und uns das Ganze dann im Detail ansehen. So, einmal hier einschneiden. Und die Folie abmachen. Meines Wissens war diese Box auf 40.000 Stück limitiert, also die Auflage war echt gewaltig, 40.000 Stück. Man muss aber auch dazu sagen, dass es verschiedene Größen gab. Also es gibt da einen Boxinhalt, der größenvariabel ist und deswegen teilt sich dann natürlich auch die Auflage auf die verschiedenen Größen auf. Aber 40.000 ist trotzdem beachtlich. So, wir haben hier einmal den Raben, der hier über einem Planeten fliegt und es sieht so aus, als wäre das so eine Sternenkonstellation. Also hier so diverse Sterne, speziell dieser hier springt, sticht ins Auge. Der ist auf jeden Fall hier zentral. Und rundum sieht das Ganze auch so nach Universum und Sternenkonstellationen aus, was ich sehr schön finde, denn das Ganze ist nicht so klassisch, wie wir das kennen mit großer Wagen und diese ganzen anderen Sternbilder, sondern das Ganze ist hier angelehnt an seine Diskografie. Also wir haben hier zum Beispiel Anthrazit 2017, Palmen aus Plastik 2016 und da stellt er noch wirklich hier so eine Palme da vom Sternenbild. Inedi, Tannen aus Plastik und. Also hier ist wirklich jedes Release, das es jemals gab von Raf in irgendeiner Weise mit eingearbeitet. Unter anderem eben die Skandal EP, eine der allerersten Veröffentlichungen von Raf. So sieht das dann aus. Damals noch Artcore mit Nazar. Also, sehr schön. Und auf der Rückseite sieht das Ganze dann so aus. Also auch hier wieder alles mit Sternen gestaltet. Hier haben wir dann noch einen Barcode und die Beteiligten. Gut, das Ganze ist abnehmbar. Also der Boxdeckel, jawohl, lässt sich hier abnehmen. Hier in Schwarz. Und dann kommen wir zum Inhalt. Wir haben hier einmal einen Windbreaker, also eine Jacke. Dann haben wir das Album an sich. Eine Bonus-CD, Zenith RR. Der Boxinhalt, auf den ich mich neben dem Album am meisten gefreut habe. Die Biografie. Dann haben wir Sticker. Drei Stück an der Zahl und ein Poster. So, auch hier wieder in Schwarz gehalten. Wir packen das Ganze wieder zusammen. Und dann starten wir erstmal mit diesem Ding hier, denn das ist noch in Folie. So, was lesen wir hier? Hier lesen wir Raf Camora Color Black und Size L. Also, das ist wie gesagt der Boxinhalt, der verschiedene Größen zur Auswahl hatte. Im Normalfall nehme ich ja meistens M, in dem Fall habe ich mich aber für L entschieden, da es ja ein Windbreaker ist. Und wenn man da irgendwie noch einen Pullover oder sowas drunter trägt, dann lieber ein bisschen größer nehmen. So, dann kommen wir zu der Bonus-CD. Die ist ebenfalls noch in Folie. Ansonsten haben wir keine weiteren Folien mehr. Und das bedeutet, wir starten mit dem Album an sich. So, das ist jetzt das Cover des Pappschubers. Wir haben hier wieder den Raben. Hier oben lesen wir Zenith. Meines Wissens ist das Artwork von Prinz Pi. Also das ist echt gelungen. Gute Arbeit. Rechts unten lesen wir Raf Camora. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben hier 16 Stück an der Zahl. Wir haben hier Features mit dabei von Bones MC, Ghetto, Phänomen, Gaio, Nero und nochmals Bones MC. Die wurden ja auch schon als Video ausgekoppelt. Ghetto, Phänomen, das ist eine französische Rap-Gruppe,
ich glaube aus Marseille. Dann haben wir den Barcode und hier nochmals die Beteiligten. So, der Pappschuber ist natürlich nur das eine Cover und wir haben dann ein reguläres Toolcase und hier ist dann nochmal ein anderes Cover drauf. Hier sehen wir Raff auf dem Dach eines Gebäudes. Hier im Hintergrund haben wir so Buchstaben. Zenit. Zenit heißt so viel wie, ja, Höhepunkt, der höchste Punkt. Und ich denke, das ist bei seinem aktuellen Karrierelevel auf jeden Fall berechtigt, dieser Titel. Also viel höher wird wohl kaum mehr gehen. Auf der Seite lesen wir auch wieder Raf Camora Zenit. Das Ganze natürlich wieder erschienen über sein eigenes Label, über Independenza. Dann haben wir hier wieder 16 Tracks an der Zahl. Features sind ja auch wieder angeführt. Ja, und einen riesenhohen Turm sehen wir hier. Okay. Also, ich gehe mal davon aus, nachdem ja der Barcode hier drauf ist, diese Pappschuber-Variante ist nicht exklusiv in der Box, sondern den Pappschuber gibt es dann auch so im Laden. Also, das ist die reguläre Album-Variante, sagen wir mal so, mit dem Pappschuber, auch wenn man die Box nicht erwerben möchte. Wir kommen zum Booklet. So, hier haben wir einmal die ersten drei Tracks inklusive der Info, wer hat produziert, wer hat geschrieben, all das kann man hier nachlesen. Dann hier Raff in einem weißen Ferrari Cabrio, in einem Corbeau Trainingsanzug, seine eigene Marke, weitere Infos zu Tracks, weitere Fotos. Ja, also sehr schön designt das Ganze hier, gute Mischung zwischen Albuminfos und Fotos. Das ist, glaube ich, in den, ja, ist die Frage, entweder in Anthrazit Studios oder in den Red Bull Music Studios in Tokio. So, weitere Fotos. Das sieht auf jeden Fall so nach Felix Baumgartner oder nach, ja, Mission im All aus. So, und zum Abschluss haben wir noch die Infos: Mixing, Mastering, Executive Producer und Gitarre. Und Raf Camora. Sehr schön. Dann packen wir das Booklet wieder zurück. Wir kommen zur Album-CD. Die ist ähnlich schön gestaltet wie das Cover. Und auch auf der Rückseite sehen wir das hier wieder. Sehr schön. So, das Ganze kommt wieder zurück in den Pappschuber. Dann haben wir das, was anfangs als Überraschung angepriesen wurde. Und zwar diese hier. Raf Camora Zenit RR. Wir erinnern uns, bei Anthrazit gab es ja dann auch eine RR-Variante, also die Initialen von Raphael Ragucci. Hier auf der Seite Raf Camora Zenit RR Official Snippet bedeutet, am 10.01.2020 erscheint Zenit RR und diejenigen, die diese Box gekauft haben, haben somit den Ersteindruck hier über dieses Snippet und können hier in dieses Zenit RR reinhören. Dann haben wir noch ein Booklet, hier in Schwarz und Gelb gehalten. Alles klar, okay, also das dürften die Leute sein, die auf dem Album dann gefeatured werden. Also beziehungsweise, ich glaube, Anthrazit RR war ja mehr oder weniger eine EP. Ist die Frage, was es diesmal wird. UFO ist unter anderem mit drauf, Casey, Bones, Bowser, Contra K. Und Gaio Nero. Also, das sind auf jeden Fall hochkarätige Features. Ich muss ganz ehrlich sagen, die ersten beiden sind mir jetzt kein Begriff, aber gut möglich, dass das Franzosen sind. Die habe ich ehrlich gesagt nicht auf dem Schirm. Also, das ist das Booklet. Bedeutet, wir kriegen hier mal angeteased, was für Leute wir hier bei Zenit RR zu erwarten haben. Die CD in Schwarz und Gelb. Wenn sie rausgeht. So, so sieht es aus. Und auch hier wieder der Rabe. Jawohl, also Raff schafft es sogar, eine Snippet-CD in eine vernünftige Hülle zu packen. Respekt dafür. Drei Sticker haben wir mit dabei. Einmal hier rechteckig im Querformat. Sieht nach japanischer Flagge aus. Und dann hier der Rabe. Nachdem ja auch ein Großteil des Albums in Japan entstanden ist, macht das auf jeden Fall Sinn. So, dann haben wir hier weitere
Sticker einmal kreisförmig und dann einmal hier quadratisch. Jawohl. So, ein Poster ist mit dabei. Dieses ist im Querformat. Und hier haben wir das Cover nochmal etwas erweitert. Wir erinnern uns, auf dem Schulcase, jawohl, war ja dieses Cover. Und hier auch wieder vor diesen Buchstaben. Ähnlich haben wir dann Raff in so einem lilanen Licht. Ja, lila-rosanen Licht. Sehr schön. Das ist ja dann auch das Cover der Biografie. Und zu der kommen wir jetzt. Also, für mich neben dem Album das absolute Highlight der Box. Alleine wegen dieser Biografie hätte ich mir das Album zugelegt. Also, die Box zugelegt natürlich. So, wir haben hier wieder den Raben auf dem roten Kreis, also in Japan-Optik. Ansonsten ja, alles in schwarz-weiß gehalten, das Foto. Und hier unten dann Raff Kamora von der Zone zum Zenit. Die autorisierte Biografie von Daniel Schieferdecker. So, auf der Seite steht das auch nochmal. Auf der Rückseite sieht das so aus. Und wenn wir jetzt mal da kurz reinblättern. Jawohl. Also, wir haben hier jede Menge Text. Und hin und wieder auch Fotos. Sehr schön. Also, die werde ich mir dann gleich mal die restlichen Tage des Wochenendes geben. Freue ich mich schon sehr drauf. Und da fährt man sicher auch als eingefleischter Raff Kamora-Fan noch einige Sachen, die man vielleicht nicht wusste. Sehr schön. Mit Sicherheit auch einer der wenigen Rapper, die eine Biografie schreiben können, die auch entsprechend realitätsnah ist und die sich auch wirklich zu lesen lohnt, meiner Meinung nach. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann noch eine Jacke, einen Windbreaker mit dabei. Der ist in schwarz gehalten und hat hier diverse graue Aufdrucke. Wir haben hier zum Beispiel auf der rechten Brust, lesen wir hier Raff Kamora mit japanischen Schriftzeichen. Dann lesen wir hier Zenit Vendetta Puta Madre Finale Adriana. Also das sind hier so diverse Tracktitel des Albums, die hier verarbeitet wurden. Und natürlich auch wieder der Rabe, der nicht fehlen darf. Auf der rechten Seite, also auf dem rechten Ärmel, lesen wir hier dann Zenit. Auf dem linken Ärmel lesen wir dann hier Raff Kamora, auch wieder in Grau. Das Ganze ist dann hier unten, sowohl an den Ärmeln als auch hier unten mit so einem Bund in Schwarz. Der ist hier so etwas zusammengerafft, damit das Ganze dann auch gut sitzt. Zwei Reißverschlüsse haben wir hier, also Bauchtaschen, einmal links, einmal rechts. Ja, da kann man was verstauen auf jeden Fall. So, dann haben wir die Kapuze. Die hat hier 1-2 Bändel, um das Ganze entsprechend zuzuziehen, enger zu machen. Meine ist in diesem Fall Größe L. Dann haben wir hier noch so einen Stoff in der Kapuze drin. Und einen Haken, um das Ganze aufzuhängen. Und dann schauen wir noch hinein. So, also von innen auch überall mit diesem Netz, mit diesem feinen Stoff hier gefüttert. Und dann lesen wir hier noch Raff Kamora Color Black Size L, designed in Berlin, made in Istanbul, Turkey. Grüße gehen raus. Und wir haben hier das Obermaterial 100% Polyester. Und die Infos zum Waschen. Okay, also. Schönes Ding. Gefällt mir gut. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal der eben gezeigte Windbreaker. Wie gesagt, Größe frei wählbar. Ich glaube von M bis XL oder XXL war da alles dabei. Dann haben wir hier drei Sticker. Einen quadratisch, einen kreisförmig, einen rechteckig. Das Snippet zum kommenden Release Zenit RR hier in diesem Digipack. Das Poster einseitig bedruckt im Querformat. Das Hardcover-Buch, die Biografie von der Zone zum Zenit. Und natürlich das Album an sich im Pappschuber mit insgesamt 16 Tracks. Jawohl, das alles.
In dieser wunderbaren Box Zenith von Raf Camora. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Raf Camora unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.